Tja, holla die Waldfee oder Advent, Advent, ein Dörflein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Vielleicht war mein Drache bei dir. Nein, okay, Spaß beiseite. Der Weihnachtsbaum. Es werden viele, viele Fragen im Moment zum Weihnachtsbaum gestellt. Und ich kann euch das relativ leicht erklären. Man kann jetzt zum Beispiel Clash of Clans Wiki reingehen. Dort findet man jedes Mal wunderschöne Beschreibungen zu den Sachen, die es mal gab. 2012 zum Beispiel, ich zeige euch das mal hier, guckt mal, sah der Weihnachtsbaum so aus. 2013 veränderte er sein Aussehen und war dann so. 2014, also das vergangene Jahr, war er so. Und 2015, nämlich jetzt, sieht er so aus. Belohnung 50.000 bis 75, was Entfernungskosten 25.000, ähnlich den Kessel, die jeder zu Halloween schon mal gehabt hat. Okay, also der Weihnachtsbaum hat zusammen mit den Halloween-Grabsteinen und den Halloween-Kesseln die höchsten Entfernungskosten. Ne? Der Weihnachtsbaum ist eines der wenigen Hindernisse, welche nur zu bestimmten Zeiten erscheinen. Logischerweise, Weihnachten ist nur einmal im Jahr, ne? Oder? Blöde Frage. Der Weihnachtsbaum basiert auf der Tanne, welches jedes Jahr anders dekoriert wird. Um den Weihnachtsbaum von 2014 erschienen Geschenke. 2014 ist nämlich vorbei, Leute, wenn ihr sowas schreibt. Und die Anzahl der Geschenke ist begrenzt. Neben dem Weihnachtsbaum 2014 konnten maximal 32 Geschenke liegen. Das kann natürlich auch wieder sein, dass so und so viel Geschenke in dem Moment da sind. Und wir müssen es einfach mal abwarten, wie das wird. Soweit meine Informationen zum Weihnachtsbaum. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt die einfach im Klaren. Okay? Tja, liebe Freunde, auf vielfachen Wunsch von der Gemeinde unseres Clans zu Weihnachten wurde gesagt, lieber Jan, mach mal ein Weihnachtsgedicht. Okay, ich kann natürlich keins machen, aber ich habe im Internet recherchiert mit Maxi zusammen und wir haben ein geiles Weihnachtsgedicht gefunden, ne Maxi? Das dir also, besonders gut gefällt, oder? Also ich finde es eigentlich schon ein bisschen komisch, aber das ist knuffig, absolut. Das makaber nennt man sowas. Okay, also ich trage es euch mal vor und verzeiht mir, wenn ich ab und zu mich mal leicht verspreche. Okay, es geht los. Es plaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf edel Tennleins grünem Wipfel läuft sich ein kleiner weißer Zipfel und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruh, das Häslein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt trümpft nur der Hase zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruht weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied. Behält ein Teil Filet zurück als festtagliches Bratenstück. Und packt zum Schluss, es geht auf vier, den Rest in Geschenkpapier. Da tönt's von fern, wie Silberschellen, das muss ich mal nachlesen. Im Dorf hört man Hunde bellen. Wer ist, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. Hey, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete, heil'ger Mann, ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es ist Advent. Und zwar dieses Gedicht war von Loriot alias Vico von Bülow. Vielleicht habt ihr schon mal so einen Sketch von ihm gesehen. Loriot, das ist dieses makabre, sehr makabre Gedicht zum Advent. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt dabei.
Tja, auf vielfachen Wunsch auch von Maximilian, der sagte, okay, dieses bekloppte Gedicht, was du da hast, lies das doch mal vor oder trage es mal vor, habe ich mich überwinden lassen, ich sag mal überreden lassen, würde ich mal sagen, das zu versuchen zumindest mal. Es ist unheimlich schwer, ich habe einen Kaugummi im Mund, versuche das ohne Bruch meines Zungenbeins zu schaffen. Okay, es geht also los. Es heißt, When the Snow Falls Wunderbar. Ihr merkt schon, Englisch, Deutsch, komisch, ne? Okay, los. When the snow falls wunderbar, and the children happy are, when the glatteis on the street, we all Glühwein need, then you know it is soweit, she is here, the Weihnachtszeit. Every Parkhaus ist besetzt, weil die People fahren jetzt, all to Kaufhof, Mediamarkt, kriegen nearly Herzinfarkt. Shopping, hirnverbrannte things, and the Christmas clock rings. Merry Christmas, Merry Christmas. Hear the music, see the lights, frohe Weihnacht, Merry Christmas allerseits. Mother in the kitchen bags, Schoko, Nuss und Mandelcakes. Daddy in the Nebenraum, schmücks a riesen Weihnachtsbaum. He is hanging off the balls, when he from the lighter falls. Finally the Kinderlein to the Zimmer, kommen rein, and as sings the family, schauerlich, a Christmas tree. And the jeder in the house is packing the Geschenke aus. Mama finds under the tan a brand new Teflon fan. Papa gets a Schlips und Socken, everybody does verlocken. President speaks in TV, all around is harmony. Merry Christmas, Merry Christmas. Hear the music, see the lights. Frohe Weihnacht, Merry Christmas. Allerseits, Happy Mass. Hallihallo, die Waldfee. Nee, Quatsch, der Nikolaus ist ja fast da. Oder der war ja schon da und der Weihnachtsmann steht vor der Tür mit irgendwelchen Elfen, die klingeln oder was auch immer. Und der Schlitten ist auf dem Dach. Schnee, habe ich gehört, vom Wetterdienst wird es wahrscheinlich dieses Jahr in Deutschland kaum noch geben. Also vielleicht nur auf den extremen Höhenlagen. Okay, wir wollen jetzt hier keine Wetternachrichten machen, sondern im Endeffekt unseren Clan ganz kurz mal vorstellen nochmal. Wie gesagt, der Clan wurde vor fast einem Jahr von uns gegründet, weil wir viele Leute hatten, die haben gesagt, komm her, mach doch mal einen eigenen Clan, der nach gewissen Kriterien läuft. Und haben wir gesagt, okay, die Kriterien müssen sein, dass jemand freundlich ist, dass er gerne aktiv im Chat ist, dass er also quatscht und schreibt und auch gerne spendet und dass er einen gewissen Level hier mit drin hat. Am Anfang haben wir gesagt, okay, fast jeder Level kann hier rein. Dann haben wir festgestellt, okay, wenn wir Level 5 oder was auch immer reinlassen, die Jungs und Mädels, die das mit Level 5 oder 6 da rumspielen, sind so schnell raus, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und da geht es ein Hin und Her und es wird auch so ein bisschen nervös dann dieser Chat und die schreiben auch viel Scheiße, das muss man auch mal sagen. Oh, aber wie gesagt, es ist nicht so weit. Es ist im Moment so, dass wir 41 von 50 hier drin haben. Viel mehr sollten auch nicht rein, eigentlich 40. Und ich sag mal, fangen wir mit meinem Account an, mit meinem Max-Account hier, wie der steht, dann Maitre, dann Bogdan, dann Maxi, Kingi und so weiter. Die Namen könnt ihr hier verfolgen und ihr könnt auch sehen, wo die stehen. Und wenn wir irgendwann feststellen, dass jemand hier wirklich sich viel Mühe macht, wie zum Beispiel Harry. Ich besuche den mal gerade hier, mal gucken, hoffen wir, dass seine Base ist da. Der hat sich im Moment einen Fuß, glaube ich, verletzt, Innenband oder was auch immer. Dann gehen wir auch da mal hin und gucken uns das mal richtig an und sagen, okay, also ganz nett. Bock dann auch, der eigentlich, ja, ich sag mal, ein bisschen aktiver sein könnte, was den Chat betrifft. Aber gut, ich weiß nicht, was er dann noch macht. Wen sollten wir noch hier erwähnen? Gucken wir mal gerade. Albinator ist auch schon ewigen Zeiten hier drin. Auch eine schöne Base. Sollte ich jemand übergehen? Dann tut es mir echt leid. Leute. Eisenherz, der ist auch schon extrem lange drin. Auch wunderbare Base. Hört, ich bin am Kaugummi knatschen. So, Timmy ist natürlich auch schon sehr lange hier. Mal gucken, ob er nicht gerade zerstört worden ist. Nicht er, sondern seine Base. Nö. Haben wir Glück. So. Manu. Ja, ist, glaube ich, mit am. Der ist fast ein Jahr, glaube ich, schon drin bei uns. Besuchen wir den mal. Auch
Sehr schöne Base, kann man nicht meckern, nach wie vor. Ein zurückhaltender Spieler, es sagt ganz wenig was. Wie gesagt, Duke auch ganz nett, besuchen wir den mal. Der hat sich in Clankriegen wirklich immer schön bemüht. Moment hat er, glaube ich, ein bisschen Probleme mit dem neuen Update. Wie das viele haben, das Update funktioniert dann irgendwie nicht. Das Spiel kackt, brutal gesagt, ganz einfach ab. Und du ärgerst dich schwarz, dass das einfach so ist. Und ja, Albinator, auch schon lange hier drin. Wen habe ich denn alles vergessen? Keine Ahnung. Michael Derios ist wieder neu hier drin. Glaube ich, ein Bekannter von Maxi vom Channel. So, jetzt waren wir bei Micha. TG auch ein ganz braver Clankrieger, der immer, wenn du den brauchst, da mitmacht. Im Moment ist er ein bisschen ruhig. Er könnte ein bisschen mehr quatschen, finde ich. Was nicht verkehrt ist. King 2 können wir auch mal gerade besuchen. Der ist jetzt auch schon längere Zeit drin. Wie lange weiß ich jetzt auch nicht mehr. Gut, kannst du ja nicht alles aufschreiben. Wenn du das aufschreibst, sind die schon wieder weg meistens, ne? So, der ist auch an sich sehr nett hier, der Junge. So, gucken wir gerade sein. Ah, tut mir leid. Dein Dörfchen ist leider Gottes kaputt gegangen. So, wen haben wir denn noch? Maxi Skin bin ich selber. F ist okay. Paluten. Auch hinüber. Ihr seht, okay, wenn man sowas aufnimmt, ist immer die Gefahr, dass man irgendwas aufnimmt. Im Moment schneit es hier bei Clash of Clans. Man nimmt es auf und die Base, die man da aufnimmt, ist komplett zerstört. Passiert leider Gottes. Okay, also, was können wir sagen? Nach wie vor wollen wir das Prinzip haben, dass alle sehr freundlich sind, aktiv im Chat sind und gerne spenden. Erwartet wird nach wie vor ab Level 50. Die nötige geistige Reife soll jemand mitbringen. Wir nehmen absolut keine 8-, 9-, 10-Jährigen oder was auch immer auf. Und wenn ihr hier reinkommt, stellt euch richtig vor, schreibt einfach, mein Name ist Jan, ich bin 18 Jahre alt und würde gern im Clan bei euch mitspielen. Und ja, würde ausreichen für die Bewerbung. Und wenn ihr dann noch aktiv seid und gerne spendet, dann ist das wirklich in Ordnung. Kingi zum Beispiel hier, der gar nichts schreibt hier drin, das ist da ein bisschen ärgerlich. Das Problem ist jetzt wirklich nichts, dass ich den Kingi hier rausschmeißen will. Aber das Problem ist wirklich, in dem Moment, wo jemand hier drin ist und gar nichts mehr macht, also wochenlang nichts mehr macht, nimmt er anderen Leuten, die unbedingt hier reingehen wollen, hier in den Clan, den Platz weg. Und wir lassen die Leute nicht rein, weil wir sagen, okay, 40, 41, 42 ist wirklich genug. Oder wenn wir sagen, okay, wir nehmen auch mehr noch auf, aber dann muss das aktiv passieren. Das heißt also, ihr müsst aktiv spenden und aktiv fordern, sodass also wirklich auch das Spendeverhältnis stimmt. Also es kann nicht angehen, dass jemand 0-0 hat oder was auch immer, wie zum Beispiel AIDA. Das ist Blödsinn, AIDA. Tut mir wirklich leid, ich sage das mal einfach so, weil damit bist du nicht aktiv. Also sieh mal zu, wenn du spielst, dass du ein bisschen aktiver wirst, weil das ist wirklich doof. Auch nur, wenn du mal eine Liga hast. Du, Kingi hat keine Liga, der hat keine Liga, Luigi Lübli hat keine Liga. Warum? Also das sieht dann ein bisschen trostlos aus, wenn man sich so ein Bild anguckt. Und es wäre dann schon sinnvoll, genauso wie Ephesus, der irgendwo drin war, wenn man den jetzt das Profil anschaut. Das ist jetzt vorbei. Er hatte also vorher noch einen Clankrieg, glaube ich, mitgemacht. Das sah zumindest so aus, ist da raus. Aber wie gesagt, seid einfach aktiv. Das ist nach wie vor natürlich nur ein Spiel. Aber das Spiel lebt davon, dass die Leute sich hier drin unterhalten. Zu einer bestimmten Zeit, vielleicht abends oder wann auch immer oder nachmittags, sich mal hier treffen, ein bisschen austauschen oder gemeinsam regelmäßig Clankriege machen. Das haben wir auch gemacht und haben dann auch mitgeteilt, liebe Leute, seht mal zu, ich zeige euch das nochmal. Ne? Geht mal einfach in den Posteingang. So, wer es nicht schafft, am Anfang oder in der Mitte des Clankrieges mal Bescheid zu sagen, wann er nun angreift, ist bei zukünftigen auch nicht dabei. Kurz was schreiben müsste doch klappen. Das Problem war dann wirklich, dass jemand Clankrieg mitmachte und dann einfach gar nichts sagte. Und dann ungefähr, das Clankrieg lautet 24 Stunden, und dann 20 Stunden gar nichts von sich gab, die letzten 4 Stunden irgendwann mal reinkam, angriff und er wieder rausging, ohne mal zu fragen, wen er angreifen sollte. Oder, andersrum gesagt, wir haben auch gesagt, die Clankrieg-Teilnahme hängt damit zusammen, wer nicht kurz vor dem Ende des laufenden Clankriegs anwesend ist, um alles zu besprechen, ist beim nächsten Clankrieg dann auch nicht dabei. Das ist auch relativ einfach. Man kann wirklich zu bestimmten Zeiten, das ist meistens abends, wenn so ein Clankrieg dann ausläuft, dann anwesend sein oder was reinschreiben. Man kann auch was schreiben, das lesen wir ja.
Also ist ja nicht so, dass wir es nicht lesen. Da kann man ja schreiben, okay, ich würde gerne mitmachen, bin auch on dann. Nur mal zur Information. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt genug euch erklärt, worum es uns geht. Ich wünsche allen, diejenigen, die wir vielleicht gar nicht mehr sehen, wirklich schöne Feiertage, ein wunderschönes Weihnachtsfest, bleibt gesund und sollten wir uns danach auch nicht sehen oder hören oder lesen oder schreiben, wünsche euch einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Okay, euer Jan vom Clan Maxis Games. Bleibt fett. In dem. Tschüss.